Die Hamburger Karabakh Elektroauto GmbH lädt Elektroautos künftig ohne Kabel. Nachdem die induktive Ladesäule bereits mehrere Wochen bei Airbus getestet wurde, konnte nun das erste marktreife Produkt vorgestellt werden. Über eine Ladeplatte hinter dem Nummernschild erhält das Auto seinen Strom dabei direkt aus der Säule. Das Betanken von Elektrowagen soll so erheblich erleichtert werden.